Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Wenn ich Fragen stelle, wie erkenne ich die richtigen Antworten? Eine weitere Frage, die gestellt wurde und ja, auf die gehe ich gerne jetzt hier im Video ein. Gemeint ist damit, wenn ich Fragen stelle, wie erkenne ich die richtige Antwort, wenn ich zum Beispiel in der Meditation, in der Ruhe, in der Stille in mich einkehre, die Augen schließe und mit meinem Herzen Kontakt aufnehme und ja, eine Frage stelle, die mir gerade auf dem Herzen brennt. Die richtige Antwort erkennst du daran, indem du einfach Vertrauen zu dir selbst aufbaust und dem ersten Impuls, der ersten Idee, die da zu dir kommt, das kann in Form eines Bildes sein, das kann in Form eines Gefühles sein, das kann eine Kombination aus beidem sein, das kann auch einfach nur so ein Impuls sein, ein Gedanke. Und indem du dem einfach vertraust und mal hineinfühlst, wie fühlt sich dieser Gedanke, dieses Bild, diese Idee, was da gerade aufkommt, an? Wie fühlt sich das an für dich? Wenn es sich gut für dich anfühlt, dann ist das ja der richtige Impuls, die richtige Idee, der richtige Gedanke auf deine Frage, die du gestellt hast. Und dann kannst du das nochmal weiter verfeinern und weiter hinterfragen. Beispiel, du stellst dir die Frage, wie finde ich meine Berufung? Und dann lässt du das einfach mal auf dich wirken. Dann könnte zum Beispiel die Idee aufkommen, indem du dich weiter mit deinen eigenen Gaben beschäftigst. Und dann könnte die nächste Frage sein, wie finde ich denn meine eigenen Gaben? Dann lässt du einfach eine Impulsantwort zu und dann könnte die Impulsantwort einfach lauten, zum Beispiel, indem ich mal schaue oder indem du mal schaust, was du denn gerne machst. Die nächste Frage könnte dann einfach sein, dass du dir anschaust, oder dann ist es schon keine Frage mehr, dann ist es ja schon, sind wir ja schon weiter fortgeschritten, dass du einfach mal so Revue passieren lässt, was machst du denn gerne? Wo fragt dein Umfeld dich denn nach Hilfestellung? Wo hilfst du denn anderen Menschen gerne? Oder mit welchen Dingen verbringst du denn gerne deine Freizeit? Und das kannst du dann immer weiter verfeinern und verlass dich da einfach immer so auf deinen ersten Impuls, auf deine ersten Gedanken, auf die Bilder oder ja, Ideen, die da aufkommen. Und wenn sich das gut für dich anfühlt, dann hab einfach das Vertrauen, dass das auch die richtige Frage ist. Dein Herz weiß das. Derjenige, der in Frage stellt, kann es denn so einfach sein, dass da einfach ein Impuls aufkommt, dem ich vertraue, das ist letzten Endes nur der Denker, der Verstand in uns, in dir. Und da kannst du auch den Denker, den Verstand mal ganz liebevoll vor deinem geistigen Auge in den Arm nehmen, Verständnis auch für ihn aufbringen, aber ihn dann eben bitten, wenn du dich da mit deinen eigenen Herzensfragen und Herzensanliegen beschäftigst, dass er einfach mal so ein bisschen seitlich von dir Platz einnimmt, vielleicht auf der Couch, auf dem Stuhl oder wenn du irgendwo in der freien Natur dich da mit dir beschäftigst, dann darf er irgendwo ja, an einem anderen Baum auf der Wiese oder so Platz einnehmen und da einfach mal für diesen Augenblick, für diesen Moment beobachten. Er darf da sein, wir brauchen ja auch unseren Denker und unseren Verstand, aber der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Es geht darum, den Verstand wirklich als Diener einzusetzen und weniger als Herrscher. Und deshalb darf er bei diesen Momenten dann einfach mal ein bisschen außen vor sein und beobachten und dich mit deiner Seele, mit deinem Herzen da einfach mal agieren lassen. Das ist so meine Herangehensweise, wie ich da mit meinem Denker, mit meinem Verstand ganz gut klarkomme und ihn so ein bisschen auch mit ins Boot nehme. Das war's auch schon, mein kleiner Beitrag hierzu. Ich hoffe, es hat geholfen. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Schick dir eine herzliche Umarmung. Alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.